Neue Herausforderung. Canary Mines. Canary Mines. So wie auch immer man es aussprechen möchte. 1300 Besucher, ja 4. Ne, Quatsch, ja 3. Oktober. Und Parkwertung wie gehabt, 600. Okay. Dann schauen wir mal. Schauen wir uns erstmal an. Damit wir wissen, was auf uns zukommt. Achso, da ist mein Park. Das ist der Eingang, den ich hier gesehen habe. Ach, da kommen die durch den Tunnel rein. Tatsächlich. Die kommen durch den Tunnel hier rein. Und fahren dann oder können dann mit der Bahn dahinter fahren. Okay. Hier vorne ist ja noch Platz. Das Gelände gehört uns ja dann schon. Aber wo kommen die da raus? Ich habe immer noch nie gesehen, wo sie rauskommen. So, Eingang, Ausgang. Wie kommen die denn? Warum hat er einen roten Eingangsbereich? So, die kommen also erstmal. Ja, wo geht's denn hier weiter? Ich sehe nicht, wo es hier weitergeht. Das weiß ich nicht. Müssen irgendwo wieder rauskommen, die Leute. Muss ich wahrscheinlich mal so als gegeben hinnehmen. Müssen wir nur aufpassen, dass wir den Weg nicht löschen, ne? Wie wir den wieder so hinkriegen. Okay. Gut. So, die laufen schon, die Parks. Frei. Ja, das geht nicht. So, 20 Minuten, das ist okay. Gut. Oder 10 Minuten. So, ist ja der gleiche Typ. Achterbahn. Ach, das ist der Kohlezug. So. Hier ist doch. So, noch eine. Die habe ich ja ganz vergessen. Das war ja das hatte ich gemeint. Da doch wenigstens 10 Minuten.
Okay. So, Personal ist natürlich, das Wegesystem ist natürlich wieder sehr, da was zu ändern, ist sehr blöd. Wie wir da was vernünftig geändert haben. Das Verlaufen wahrscheinlich schon wieder mal vorprogrammiert. Okay, wir gucken mal, wie lange es läuft oder wie und was. Ja, die kommt da in den Trichter raus, das ist natürlich. Ich muss erstmal irgendwie den Weg nach hier oben bauen. Damit. Die neuen Attraktionen anschließen kann. Ich von hier aus hier hoch gehe. Nein, da lang. Wo sind wir denn überhaupt? Wo sind wir denn jetzt? Gucken wir mal. Müssen ja hier irgendwas hinbasteln. Ich will da vorne ran. Ich will, beziehungsweise ich muss hier vorne von der Untergrundkonstruktion aus mal irgendwie. Nee, das machen wir nicht. Wir bauen hier. Dann mach doch da, wo es im Park, wo es im Park gehört, verdammt doch mal. Wo sind wir denn? Wo ist er denn hin? Nee, so weit wollen wir ja gar nicht. Thank you.
So, sind wir da. Wenn er überhaupt erstmal weiß, wo wir sind. Also zurück. So, der ist da dran oder nicht? Okay, da kommen sie doch schon. Viel Geld weg. Oh, da haben wir das. Das ist also der erste. Der erste Eindruck vom Park hier oben. Außer natürlich. Getränkebar. Ach, das, ja, die nennen das ja Getränkebar. Okay, die muss natürlich ja noch hierher. Getränkebar. Und nicht zu vergessen, eine Toilette erstmal als Grundausstattung. Die Leute immer noch eine Möglichkeit haben, hier zum Eingang zu kommen. Was ist das denn? Bratapfel? Kandierte Apfel? Okay. Erstmal so als Begrüßungsmöglichkeit oder zum Einstimmen.
Das ist wichtig, Hamburg ist schön. Ist was Bissfestes, so sehe ich das immer. Süßes ist ja auch schön. Süßes ist auch schön. Aber wenn man Hunger hat, ist doch immer besser. Was Herzhaftes hat. Was bauen wir denn? Haben wir wirklich alles? Was bauen wir denn als Begrüßungsattraktion? Hier. Riesenrad kommt dann immer gut wahrscheinlich. Wie gesagt, am Anfang 1 Euro. Zurück. Okay, jetzt können wir Attraktionen bauen. Nee, Autofahren, wie gesagt, nicht. Autofahren gibt es nicht. Also, ach, sowas haben wir doch schon. Also bauen wir sowas auch nicht. Was ist damit? So, nee, bevor ich jetzt hier erstmal Personal gucken.